Ich will mal ganz kurz gucken bei meinem Squad. Ach, im Squad sehe ich jetzt nur mich. Kann ich. Gibt's nicht in meiner Gruppe jemanden, der besser dechiffrieren kann? Der super dechiffriermäßig drauf ist? Moment, ich will das mal ausprobieren. Was ist denn mit Tali? Kann die gut dechiffrieren? Oder Garrus? Ich probiere einfach mal blind aus, weil ich nicht weiß, ich sollte mich vielleicht mal mehr damit beschäftigen, was meine Teammitglieder so können. Aber sowas wird ja überbewertet. Auch schön, dass man sich nicht aussuchen kann, wo man auf dem Planeten landen will, sondern man landet einfach irgendwo. So, Garrus. Garrus kann dechiffrieren, aber reicht das? Tali kann auch dechiffrieren, aber reicht das? Wir probieren es mal aus. Ich will es jetzt wissen. Zumindest was immer in diesem Gebäude da drin ist, hätte ich doch ganz gerne. Einfach nur, weil ich es gerne hätte. Weil ich ein gieriger Hund bin. Boah. Hui, wir fallen ein bisschen. So, ihr kommt mal ganz kurz mit. Vielleicht kann von euch beiden ja jemand das Ding dechiffrieren. Das wäre super Knorke, sag ich euch. Oh, die Tür war aber schön laut. Wie gut, dass wir in der Zukunft leben. Wo Türen immer noch ultra laut sind. Anstatt einfach leise aufzugleiten. Wie ein Windstoß. Fertigkeit zu gering. Oh, wieso seid ihr denn so doof? Warum könnt ihr das alle nicht? Mann. Okay, ich geb's auf. Ich hätte selber einen Charakter nehmen sollen, der dechiffrieren hat. Also wie ist das? Spezialisierung oder was? Ich habe jetzt Soldat, glaube ich, genommen. Wo man ganz toll rumschießen kann. Ich hätte irgendwas nehmen sollen, wo man selber dechiffrieren kann. Hätte ich dechiffrieren maxen können und hätte alles einsammeln können. Aber nein, der feine Herr wusste es ja anscheinend besser. Nun gut, was haben wir denn noch so Schönes offen? Mission, Aufträge. Wir möchten Aufträge. Seltsame Übertragung. Kommune finden. Begeben Sie sich in das Century-System des Hawking-Eta-Clusters und untersuchen Sie die seltsame biotische Kommune. Aber gerne, Hawking-Eta-Cluster... Hawking Eta. Ich mache so ein bisschen Nebenmission, mache ich erstmal. Hawking Eta. Moment, habe ich da auch. Ja, ich habe alles andere so. Hawking Eta, Hawking Eta. Exodus, lokal. Hawking Eta, da müssen wir hin. Und es gibt in Hawking Eta ein schöner Nebel, so wie das aussieht hier. Es gibt anscheinend ein System, das Century-System. Ja, dann müssen wir da wohin. Und da befindet sich also eine Biotiker-Community. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da kommt eine Nachricht, Commander. Welche Überraschung. Die Allianz braucht sie erneut. Die Allianz braucht mich immer. Hier spricht Admiral Hackett vom Allianz-Kommando. Wir haben eine Mission für Sie. Ja, lass krachen. Ein Allianzoffizier namens Major Kyle hat im Hawking-Eta-Cluster einen kleinen Komplex errichtet und einige biotische Anhänger um sich versammelt. Ist das gut oder schlecht? Er steht der Allianz nun ausgesprochen kritisch gegenüber. Also eher schlecht. Und wir glauben, dass er mental instabil geworden ist. Das könnte Ärger geben, Shepard. Dann werden wir ihn wohl erschießen müssen. Ich meine, überreden müssen, aufzugeben. Welchen Beweis haben Sie dafür, dass der Major gefährlich ist? Vor 3 Tagen haben wir 2 Allianz-Abgesandte zu seinem Komplex geschickt. Sie sind verschwunden. Oha. Wir gehen davon aus, dass Kyle und seine Anhänger sie ermordet haben. Oha, das wäre aber nicht nett. Dieser Komplex ist ein Kult, Shepard. Sie nennen ihn jetzt Vater Kyle. Natürlich. Er hat sich als eine Art religiöser Anführer etabliert. Das bedeutet immer Ärger. Ja, da muss ich dir recht geben. Sie sagten, seine Anhänger seien Biotiker. Ja, aber Major Kyle selbst hat nie irgendwelche biotischen Tendenzen gezeigt.
Ich glaube, er schloss sich nur einer Gruppe an, mit der er sich identifiziert. Okay. Viele Biotiker fühlen sich von der Gesellschaft nicht anerkannt oder ausgegrenzt. Kyle sieht sie wahrscheinlich als Opfer, die seinen Schutz brauchen. Und sie sehen ihn als jemanden an, der sich für sie einsetzt. Allerdings hätte sie leider davon überzeugen können, dass die Allianz irgendwie für all ihre Probleme verantwortlich ist. Ist sie das denn nicht? Das können wir nicht zulassen. Worüber wollten diese Allianz-Abgesandten mit Major Kyle reden? Sie wollten ihn in eine Allianzanlage bringen, wo er behandelt werden sollte. Major Kyle hat uns viele Jahre treu gedient. Wir wollten ihn nicht aufgeben. Aber angesichts seines Geisteszustands hat er sie wohl als Bedrohung angesehen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass seine Anhänger sie getötet haben. Aber du weißt nicht, ob sie sie getötet haben. Sie könnten noch am Leben sein. Was können Sie mir noch über Major Kyle sagen? Einst war er ein vorbildlicher Soldat, aber auf Torfan ist irgendetwas mit ihm passiert. Unter seinem Kommando sind zu viele Soldaten gefallen. Er konnte die Schuldgefühle nicht ertragen. Seine psychischen Auswertungen zeigten, dass er den Stress eines Kommandos nicht länger ertragen konnte. Er bekam einen ehrenvollen Abschied und ging in den vorzeitigen Ruhestand. Wir hatten gehofft, dass es sich mit der Zeit bessern würde, aber wir haben unterschätzt, wie sehr ihn das alles mitgenommen hat. Und jetzt scheint es zu spät zu sein. Ich verstehe. Möglicherweise kann ich die Sache gewaltlos beenden. Das hoffe ich doch. Das ist vielleicht nicht möglich, Commander. Wir wollen kein Blutbad, aber Kyle ist gefährlich. Ich überlasse die Sache Ihrem Urteilsvermögen. Hackett Ende. Da bleibt ja auch nichts anderes übrig, als das meinem Urteilsvermögen zu überlassen. Weil du bist ja nicht da. Oh, guck mal, der hat einen kleinen Mond. Der Planet heißt Clendargon. Da ist nichts. Und ich kann auch den Mond anvisieren. Guck mal, wie süß der ist. Presrob. Da können wir landen. Ich vermute mal, da befinden sich dann die Biotika-Basis. Ich durchsuche nochmal schnell den Rest des Systems. Asteroidengürtel. Ah, doch, da ist was. Da ist was. Nämlich Palladium. Feinstes Palladium für ihr Frühstücksei. Ein bisschen Kobalt, das kann auch nie schaden. Und Tarropto. Der ist echt Tarropto, nice. Ein Medaillon. Ein leckeres Schweinemedaillon. So, wir landen mal auf dem Mond. Und gucken uns die Biotika-Kommune dort an, was die so vorhat. Mit dem bösen Major Kyle. Wenn wir auf Biotika treffen, dann könnte es nicht schaden, selbst einen Biotika dabei zu haben, der vielleicht Überzeugungsarbeit leisten kann. Und, wen nehme ich noch mit? Ich glaube, Ashley hatte ich eine Weile nicht mehr dabei. Die nehme ich auch mit. Nehme ich mal meine beiden Menschen mit, heute ausnahmsweise. Yeah, Extremlandung. Yeah! Okay, wir gucken auf die Karte. Wir haben eine Anomalie, Trümmer und das Biotika-Lager. Wir fangen natürlich mit der Anomalie an. Alter, die Berge hier sind aber extrem steil. Komme ich da noch hoch? So, bestimmt. Oh, da ist so ein Mineral-Dings vorkommen. Oder was auch immer das ist. In der Richtung. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Und das glaube ich, dass es so ein Mineral-Dings vorkommen ist. Das ist jedenfalls ein Fragezeichen. Das war nicht angezeigt, nee. Oha, wenn die Steigung zu doll wird, dann wird es aber auch für unser Fahrzeug ein bisschen schwer. Versuch doch mal nicht runterzufallen. Wäre das was für dich? Genau, da wollen wir hoch. Das schaffen wir auch, oder? Kommst du da nicht hoch, du Arsch? Komm schon, komm schon. Oh, nimm doch diese natürliche Rampe sonst, die da so offensichtlich. Ja, warum fahren wir eigentlich nicht da hoch? Ist doch viel einfacher. So, was haben wir hier? Entdeckung! Diese Ansammlung provisorischer Manufakturhütten wirkt eher unorganisiert. Ein paar Makrospuren führen über den Gebirgskamm in Richtung Südwesten.
wo auch immer Südwesten sein mag. Ich gucke erstmal, ob wir hier eine abgeschlossene Kiste. Jawohl. Oh, sogar eine Kroganer-Rüstung. Nice. Und hier? Ein bisschen Gedöns. Oh, da ist noch was. Hallo? Danke. Spuren führen Richtung Südwesten. Norden, Süden, Osten, Westen. Also in Richtung dieser Anomalie oder der Trümmer. Ich fahre mal grob in die Richtung. Da müssen wir aber über den Berg rüber. Das nützt ja alles nichts. Ja, komm schon, komm schon. Ja. Guck mal, da hinten blinkt was. Oh, hier geht's etwas steil runter. Vorsichtig. Ah, da unten sehe ich doch was. Uah. Ja, wir wollen da runter. Schädliches Minenfahrzeug und uralte Trümmer. Guck an, guck an. Da ist also das Fahrzeug hin verschwunden. Uralte Trümmer werden geborgen. Wir finden turianische Insignien. Und das Minenfahrzeug, was mag es wohl beschädigt haben? Entdeckung! Die Vorderfront des Marco ist durch den Aufprall zerstört. Ein einziger Blick ins Innere genügt, um zu erkennen, dass die Insassen, wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minenschlürfer, tot sind. Noch immer rieseln in der fast vakuumähnlichen Atmosphäre lautlos die Trümmerteile durch die Reifenspuren. Nice. Ich meine, das tut mir natürlich leid für die armen Leute, die da ums Leben gekommen sind, aber nice. Nächstes Ziel, Trümmer. Oha, sind wir hier hoch? Komm schon, du kannst es. Uah. Das Gelände hier ist eher unschön. Da fand ich den letzten Planeten besser, so mit seinen flachen Eisebenen da. Da kann man besser rumgurken, als hier. Uah. Ja. Komm, da vorne muss es sein. Ja, ich sehe es doch schon. Das Trümmer sehe ich schon. Abgestürzte Sonde. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich bin zu dumm dafür. Ich bin zu dumm dafür. Mist. Dann werden wir Universalgel benutzen müssen. Und nun können wir uns mal das Biotika-Lager anschauen. Mal sehen, ob da tatsächlich Morde begangen wurden. Und mal sehen, ob wir das Ganze nicht eher friedlich lösen können. Oder ob wir alles niederschießen müssen, was sich dort bewegt. Wäre natürlich furchtbar, wenn wir das Letztere machen müssten. Ganz, ganz furchtbar. Wir hassen es ja, rumzuballern wie verrückt. Ach, guck mal, da ist sogar der Planet. Das fällt mir jetzt erst auf. Wir sind ja auf dem Mond. Und ich falle einfach irgendwo hier runter. Aber wir können sogar den Planet angucken, in dem der Mond kreist. Das ergibt plötzlich alles einen Sinn. Und wir fallen erstmal stumpf irgendwo runter. Das ergibt auch einen Sinn. Auf gewisse Art und Weise. Ah! Schau, schau, ein Biotika-Lager. Und da hinten ist sogar noch ein Felsbrocken. Ja, ich weiß. Ich muss einmal da hinten zu dem... Warum fahre ich da eigentlich nicht hin? Ginge doch viel schneller. Da sind noch ein paar leckere Minerale, die bares Geld wert sind. Gold! Oh, Gold!
Nice. Ich liebe Gold. Oh oh. Bin schon wieder zu blöd dafür. Ah, ich darf noch mal. Minerale darf man mehrfach suchen. Das ist auch gut. Danke. Yes, ein Goldvorkommen. Aber das ist auch nicht mehr wert als andere Mineralvorkommen. Das verstehe ich nicht. Aber Gold ist, dabei ist Gold doch so viel wertvoller. Gold ist ultra wertvoll. Das weiß man doch. So, da ist ein Gebäude. Und hier ist auch irgendein Gebäude. Hier können wir aber anscheinend nicht rein. Das ist ein roter Schalter. Wir müssen da in das Gebäude für den grünen Schalter. Das hätten wir uns auch denken können. Hier ist auch eine Tür. Was passiert mit der? Nichts. Doch, da ist noch Medizin. Und sonst nichts. Nice. Und hier? Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Puh, ich spreng mich da rein, wenn es sein muss. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Kyle will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass sie Vater Kyle mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Kyle reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Das hoffe ich doch. Vater Kyle will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Ich will aber da rein. Oh, jetzt bin ich hier drin. Dabei wollte ich hier gar nicht. Ich sollte in das andere Gebäude. Aber hier, guck mal, können wir noch was mitnehmen? Das ist sehr gut. Yes. Bitte alles, danke. Sind hier jetzt seine Anhänger drin? Oder wie verhält sich das? Ja, und die laufen hier rum. Wir können der Allianz nicht trauen. Nö, dann tut es nicht. Aber ich gucke mich ganz kurz um, ob ich hier noch mehr Dinge mitnehmen kann. Immerhin sind sie nicht feindselig. Das ist doch schon mal gut. Sehr gut, würde ich fast sagen. Wenn ich schon mal Behauptungen aufstelle. Wir Biotiker sind doch allen egal. Das stimmt doch nicht. Wir müssen aufeinander aufpassen. Mir seid ihr nicht egal. Ich finde euch Knorke. Ja, das ist das richtige Wort. Knorke. Ihr kleinen Frettchen, ihr. Hier noch irgendwas von Wert gelagert? Erste-Hilfe-Station. Immerhin noch Medigel. Oh, ich habe aus Versehen Medigel gesagt, anstatt Medigel. Tut mir leid. Das war ein grober Schnitzer. Der wird mir nicht nochmal unterlaufen. Wollen wir mal gucken, wie der nette Major Kyle denn so reagiert, wenn wir jetzt bei ihm auftauchen. Lass mich mal ganz kurz vorbei. Entschuldigung. Ich rempel die Leute noch ein bisschen an, damit sie wissen, wer hier das Sagen hat. So, er sagte, ich soll in das Ding gegenübergehen. Da, siehst du, jetzt ist es grün. Vorhin war es noch rot, jetzt ist es grün. Hier laufen sie auch ein bisschen rum. Na, ihr? Aber nett, dass ihr lieb seid und mich nicht angreift. Noch nicht jedenfalls. Das kann ja alles noch kommen. Das hängt jetzt viel davon ab, wie das Gespräch mit eurem Major verläuft.
wie immer ein bisschen nach Wirtsachen umgucken oder Medizin. Energieanschlüsse habt ihr auch. Das ist sehr gut, falls man Energie anschließen muss. Oh, da ist was. Eine Kiste. Ja. Da ist nix. Da ist eine Tür. Der nette Herr Major muss doch hier irgendwo sein. Da rechts nehme ich an, deshalb gehe ich erstmal an links. Hallo. Ich öffne kurz euer fehlerhaftes Objekt. Das scheint hier niemand zu stören, dass ich Dinge einfach mitnehme. Das ist einfach die nette Gebermentalität, die hier vorherrscht. Ich bin Major Kyle. Hallo! Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Na, es geht hauptsächlich um die zwei Leute, die zu euch gekommen sind. Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse. Meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte. Oh, blasphemische Worte. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Alter! Tod zu erreichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Die Allianz schickt mich, um sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen. Aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Sind sie überhaupt nicht? Die brauchen die überhaupt nicht. Sie haben ihren Anhängern befohlen, diese Allianz-Ermittler zu töten und müssen sich den Konsequenzen ihrer Tat stellen. Wollen sie wirklich, dass ihre Kinder auch für ihre Sünden büßen müssen? Nein. Das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein. Bitte. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Sie tun das Richtige, Major. Ihre Kinder werden davon profitieren. Kommen Sie. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass sie mich wegbringen, werden sie es nicht verstehen. Sie werden sie angreifen und dabei alle umkommen. Mit Sicherheit. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Naja, ich meine, sollte er sein Wort brechen, kann ich ja immer noch reingehen und ihn holen. Von daher, okay. Ich werde Ihnen vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen missbrauchen, müssen Sie und all Ihre Kinder darunter leiden. Ich werde Sie nicht verraten, Commander. Danke. Joker kann Major Kyle von der 5. Flotte abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Commander. Ich weiß immer, was ich tue. Sie sollten jetzt zur Normandie zurückkehren und die Allianz über Kyles Aufgabe unterrichten. Sie werden sicherlich ein Schiff entsenden wollen, um ihn gefangen zu nehmen. Gut. Gut, gut. Habt ihr noch diverse Wertgegenstände hier, die ich mir kurz ausleihen könnte? Nein. Gut, okay. Dann soll er seinen Anhängern mal erklären, was er falsch gemacht hat. Und sich dann stellen. Ich hoffe, er tut's auch. Weil ansonsten, wie gesagt, können wir ja noch zurückkommen und ihm aufs Maul hauen. Ich hoffe aber, es wird nicht nötig sein. Wo ist denn ja nicht der Ausgang bei euch? Nur so aus reiner Neugier mal gefragt. Ah, hier, das sieht richtig aus. Recht da. Und zurück zur Normandy. Tada! Ja, das lief doch hervorragend, würde ich mal behaupten.